Hi Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt. Es ist endlich soweit. Es gibt wieder ein Zweitprojekt. Kein Zweitprojekt, aber ein richtiges zweites Projekt. Ja, ich hatte ja vor einigen Parts im Wildes Studentenleben Let's Play erwähnt, dass ich eine Welt baue und dass ich die ganz gerne mit euch bebauen würde. Und ja, hier sieht man schon mal die sehr schönen Berge. Ja, das hier ist diese Welt. Sie heißt St. George's. Es ist keine Südseeinsel, also es ist auf jeden Fall eine Insel hier, wie ihr sehen könnt. Da ist der Leuchtturm, da hinten der Strand, dann hier ein Innenstadtbereich. Dann wieder Strand, da hinten geht dann eine Steilküste und hier sind dann die Berge. Ja, es hat so lange jetzt gedauert, weil ich ein paar Problemchen hatte mit dieser Welt zuerst. Das ist auch nicht die erste Welt, die ich geplant hatte, sondern es ist die zweite, weil in der ersten Welt dachte ich, ich hätte den Fehler gemacht und die Welt irgendwie falsch programmiert oder was auch immer. Auf jeden Fall ging die Welt nicht im Spiel, also ich konnte sie starten, speichern und das Spiel dann beenden. Und wenn ich es dann wieder starten wollte, ging das einfach nicht. Und das war mit dieser Welt auch so. Und dann war ich so verzweifelt, hatte überhaupt keine Lust mehr, aber ich wollte unbedingt eine Welt machen. Deshalb habe ich die nochmal neu gemacht, alle Sachen neu platziert und so weiter und so fort. Und ja, dann hat es sich einfach nur rausgestellt, dass einfach nur im Dateinamen kein Punkt drin sein darf. Das heißt, die erste Welt hätte auch schon funktioniert, aber die hier ist eigentlich schöner geworden als die erste Welt. Deshalb nehme ich eher, würde ich lieber die nehmen. Und ja, jetzt funktioniert sie endlich. Das ist die Insel. Sie ist noch komplett leer. Und jetzt kommt es. Ich werde mit euch diese Welt bebauen. Also die Rabbit Holes, die habe ich schon gebaut. Die werde ich jetzt dann nachher platzieren. Außerhalb der Kamera, das ist wahrscheinlich nicht ganz so interessant. Aber die ganzen Grundstücke, wie ja die einfachen Gemeinschaftsgrundstücke, wie zum Beispiel das Festivalgelände. Wenn ihr sehen wollt, wie das geht, ich mache das. Ich werde halt zu jedem Gemeinschaftsgrundstück, das ich hier bauen werde, einen Speedbild machen. Ich habe auch schon zwei, die von der ersten Welt, die werde ich so platzieren und dann ein bisschen vergrößern. Ja, auf jeden Fall werde ich diese Speedbuilds hochladen in einem, ich weiß noch nicht genau, wie ich dieses Projekt nenne, vielleicht einfach Create Your World Projekt. Ich weiß es nicht genau. Ich kann mal hier so ein bisschen durchfahren, während ich rede. Und dann so ein bisschen die Teile beschreiben. Auf jeden Fall ist das hier so ein bisschen die heruntergekommene Ecke? Also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, an diesen, das sind sehr viele kleine Grundstücke hier, diese Dinger, die jetzt hier aufpoppen, das sind 9 kleine Grundstücke, die sind 10 mal 15 nur groß. Und hier sind normale andere kleinere Grundstücke. Hier hinten sind auch nochmal ein bisschen größere, aber trotzdem auch sehr kleine Grundstücke. Das dachte ich mir hier, diese mehreren nebeneinander, das werden Trailer Parks, ich weiß nicht, Trailer Parks oder Mobile Homes. Ich habe schon einen kleinen gebaut in der ersten Welt, die ich ja auch eigentlich als Projekt nehmen wollte ursprünglich. Das könnt ihr dann sehen. Das stimmt, das habe ich nicht als Speedbild gemacht, aber ich werde einfach nochmal einen neuen bauen. Das dauert nicht so lang. Auf jeden Fall ist das hier die heruntergekommene Ecke für Starterhäuschen, arme Sims. Ist jetzt gemein gesagt, aber ist so. Ja, dann könnt ihr einmal hier, ich zeige euch mal kurz die Steilküste. Ich weiß nicht genau, bis wohin die Kamera reicht. Okay, die Kamera geht erstaunlich weit. Auf jeden Fall könnt ihr hier von dieser Seite die Steilküste sehen. Da beginnt dann ein Strand. Da sind Gemeinschaftsgrundstücke und Strandgrundstücke. Also ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache mit Inselparadiesgrundstücken. Also Hausboote wird es nicht geben. Es sei denn, ihr wollt welche, dann könnt ihr die selbst platzieren. Ja, hier ist so eine Abbruchkante. Links sind die Berge. Abbruchkante. Ja, das hier ist auch noch ein bisschen der heruntergekommene Teil. Da könnt ihr schon sehen, da wird ein Schrottplatz hinkommen. Da dieser Turm, da wird das Militär-Rabbit Hole hinkommen und so weiter. Also in dem Innenstadtbereich kommen die meisten Rabbit Hole-Gebäude hin und auch Apartments. Die werde ich alle bauen. Und ja, dann geht es
Ja, hier so ein bisschen weiter. Ich habe nicht ganz so viele Bäume platziert. Ursprünglich hatte ich, glaube ich, 2000 Bäume insgesamt in der ganzen Welt. Aber dann ist mir aufgefallen, vielleicht gibt es auch Leute, die nicht so einen ganz so starken PC haben. Und dann würde diese Welt wahrscheinlich super laggen mit den ganzen extrem vielen Bäumen. Hier sind sie nochmal detaillierter. Hier ist so der ländlichere Teil, deshalb auch die Felder und der Heuschober und so weiter und so fort. Hier kommen die Haustiergebäude hin, also hier kommt auf jeden Fall ein Reitzentrum, ein Trainingsgelände, ein Katzendschungel und ein Hundepark kommen hier hin und die größeren Häuser. Ihr seht es vielleicht auch schon, es ist ein bisschen schwer zu erkennen, aber diese unscharfen Gebäude, warte, nee, wenn ich aus dem Kameramodus rausgehe, dann, ja doch, könnt es hier sehen. Diese riesen Gebäude hier, ich zeige es euch jetzt mal so. Das hier, das sind, ach nee, das sind Gemeinschaftsgrundstücke, aber diese großen Grundstücke hier, das sind dann so eher die, wie heißt's? Ja, die ländlichen Grundstücke. Ich gehe wieder in den, oh nein, das war falsch. Oh, falsch, meine Güte. Ja, was wollte ich jetzt machen? Hier geht's weiter mit, genau, dem schönen, ja, Feld hier. Irgendwie bin ich, nein, so hatte ich es, glaube ich. Ich weiß es gar nicht genau. Ich bin auf jeden Fall sehr nah jetzt. Ja, das könnt ihr dann alles selbst erkunden, wenn ihr wollt. Hier geht es dann zu einem Leuchtturm. Da könnt ihr aber nicht mehr hinlaufen. Also das habe ich eingestellt, dass Sims da nicht mehr hingehen können. Da kann man sowieso nichts machen. Also das ist ja nur ein Dekoobjekt eigentlich. Und dann ist hier so die Strandstraße. Hier sind die Grundstücke teurer als im Rest. Also in der Innenstadt sind die Grundstücke auch noch mal ein bisschen teurer. Aber ich weiß nicht genau, wie das bei den Apartments ist. Hier diese Strandgrundstücke an dieser Straße. Das ist leider ein bisschen nicht ganz so schön geworden hier an der Straße. Aber egal. Ja, dann gibt es hier auch nochmal Strände zum Angeln und so weiter und so fort und als Gemeinschaftsgrundstück und auch ein paar Strandgrundstücke zum Wohnen. Ja, und dann könnt ihr hier nochmal die Berge sehen. Bitte, es ist die zweite Welt, die ich gemacht habe und ich habe das alles von Hand bemalt. Also wenn ihr nicht zufrieden seid damit, seht es mir nach. Es ist erst die zweite Welt. Ich bin auch noch nie so weit gekommen bis zum Bebauen. Also es ist. Ich habe vor ein paar Jahren schon mal sowas versucht, allerdings habe ich irgendwann die Lust verloren und ja, jetzt dachte ich aber, dass ich das vielleicht auch mal durchziehe, damit ich das durchziehe. Hier, so war es vorher. Da mache ich das als Let's Play-Projekt, denn dann werde ich es garantiert durchziehen und ich wollte schon immer mal eine Welt fertig bebauen und dann als Download anbieten, denn das wird diese Welt hier. Ich habe jetzt beschlossen, ich mache verschiedene Versionen. Einmal diese hier, die ganz leere. Diese Welt wird ab diesem Video dann zur Verfügung stehen. Und zwar dachte ich mir, wenn ihr das alles selbst bauen wollt, hier ist schon ein Wetterstein, der wird dann natürlich nicht da sein. Wenn ihr das alles selbst bauen wollt, also alle Grundstücke, weil euch das nicht so gefällt, wie ich das baue, oder weil ihr lieber selbst baut, kann ja auch sein. Dann könnt ihr diese Welt runterladen. Ich werde in der Infobox einen Link zu meinem Google Drive-Account, glaube ich. Auf jeden Fall werde ich da einen Link posten. Darüber könnt ihr die leere Welt oder auch sonst was, wenn die Be Welt dann bebaut ist, könnt ihr die auch so herunterladen. Und dann aber bitte achtet drauf, wenn ihr die Welt runterladet, dass ihr die Datei nicht löscht, weil ich habe auch gesehen, ich habe es vorhin ausprobiert. Achso, okay. Man kann die Datei auch entfernen und das wäre natürlich blöd, wenn ihr die dann aus Versehen entfernt und andere die dann nicht mehr runterladen können, wenn sie das gerne möchten. Auf jeden Fall habe ich auch Spawner, also Zuchtstationen und so weiter sind platziert. Also ihr könnt eigentlich direkt loslegen mit dem Bauen. Ich bin mir nicht ganz so sicher, wie das ist mit den Objekten, wenn ihr ein Erweiterungspack nicht habt. Zum Beispiel die Parkplätze. Ich gehe jetzt mal wieder aus dem freien Modus in den Modus hier. Und gehe hier am besten näher ran. Ich weiß gar nicht, wie das dann aussieht. Diese Parkplätze hier, die sind mit wildes Studentenleben gekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob die einfach weg sind, wenn ihr sie nicht, wenn ihr dieses Erweiterungspack nicht habt. Das könntet ihr vielleicht mal ausprobieren oder ich probiere das aus, indem ich die,
indem ich das Erweiterungspack deaktiviere und dann ausprobiere. Der Rest, ich glaube, der Wasserturm ist, glaube ich, vielleicht mit Supernatural gekommen oder der ist aus dem Grundspiel, da bin ich mir nicht sicher. Die Plakate sind entweder aus dem Grundspiel oder aus Late Night und sonst die ganzen anderen, das kann sein, dass das mit Showtime ist. Ich werde es ausprobieren, wie das funktioniert, wenn ich nur mit dem Grundspiel das die Welt starte, ob das dann überhaupt geht. Sonst werde ich auf jeden Fall nochmal sagen, welche Erweiterungspacks ihr bräuchtet. Und ja, das hier sind so leere Dekogebäude, die fand ich ganz cool, weil hier ist ja eher so die heruntergekommene Ecke und da sind dann so ein paar Ruinen, ganz cool. Und ja, das hier, das taucht leider ein bisschen blöd auf, immer mal wieder. Auf jeden Fall ist das hier so eine Abbruchkante. Ja, und hier unten drunter ist es dann so ein bisschen sumpfig. Deshalb auch diese ganzen Sumpfgräser. Und ja, ich würde sagen, das war's. Ach nein, noch kurz zu dem Download. Also ich hatte vor, die Welt soll. Hier zum Beispiel sind auch Grundstücke von, nochmal kurz zu den Erweiterungspacks. Also Grundstücke sind da aus allen Erweiterungspacks. Also hier Late Night, die Diskotheken und so weiter. Einfach tierisch mit den Tierdingern. Das muss ich wahrscheinlich noch ändern, dass das ein Trainingsgelände wird. Hier ist der Katzendschungel, da ist der Hundepark und so weiter und so fort. Hier ist auch ein Nektarium von Reiseabenteuer heißt das Erweiterungspack. Genau, dann ist hier was aus Studentenleben, ein Café, eine Spielhalle und so weiter und so fort. Nerdshop. Wenn ihr die Erweiterungspacks nicht habt, also die Grundstücke bleiben dann auf jeden Fall leer und sind einfach nur, glaube ich, leere Gemeinschaftsgrundstücke. Das ist also nicht weiter schlimm. Ich weiß nur nicht, das muss ich ausprobieren, wie das mit den Objekten in der Stadt ist. So, dann kommen wir jetzt zu der Welt an sich mit dem Download. Also ich dachte mir, ich biete mehrere Versionen an. Ja, das sind einfach nur wahllos platzierte Sims aus der, wie heißt das, Library? Ich habe das Spiel leider teilweise auf Englisch und die ganzen Anleitungen für die Welt, deshalb bin ich mir nicht ganz so sicher. Bibliothek? Nein, ist auch egal. Auf jeden Fall lasse ich das jetzt mal so, während ich spreche. Also die Welt wird angeboten oder ich biete die Welt an in leer, damit ihr alles selbst platzieren könnt, wenn ihr Lust habt. Dann dachte ich mir, biete ich die Welt an nur mit Rabbit Holes und ihr könnt alle anderen Grundstücke bauen. Und dann dachte ich mir noch, also ich werde wahrscheinlich vier Versionen davon machen. Die dritte Version wäre dann die Welt bebaut, wahrscheinlich nicht bevölkert, das muss ich noch gucken, ohne Downloads. Und die vierte Version wäre die Welt bebaut mit Downloads. Denn ich habe ganz tolle Grundstücke gefunden für die heruntergekommene Ecke und so weiter. Da gibt es von The Sims Resource eine Creatorin, die nennt sich Cyclone Sue. Und die macht so schöne heruntergekommene Gebäude. Und das dachte ich mir, muss da unbedingt hin. Also keine Gemeinschaftsgrundstücke macht sie, glaube ich, sondern Wohngrundstücke. Und da würde ich gerne ein paar platzieren. Und dann habe ich noch was anderes gefunden, nämlich ein Motel. Das passt auch ganz gut in die heruntergekommene Ecke. Das ist dann auch ganz praktisch, denn dafür braucht, das ist kein Ressort. Ressorts wollte ich auch zwei platzieren, sondern es ist einfach nur ein Gemeinschaftsgrundstück, auf dem auch Betten sind, das aussieht wie ein heruntergekommenes Motel. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Das heißt, man hat so ein bisschen ein Urlaubs, ja, nicht wirklich Urlaubsfeeling, aber wenn man Inselparadies nicht hat als Erweiterungspack, dann kann man die Sims trotzdem sozusagen in den Urlaub schicken. Und ja, nicht ganz wie ein Urlaub, weil es halt heruntergekommen ist, aber wie gesagt, ich habe, glaube ich auch, also ich habe hier auch Straßennamen platziert. Ihr könnt aber ganz viele neue Grundstücke platzieren, wenn ihr wollt. Also ich habe sehr viel Platz gelassen. Ich kann mal kurz in den Stadtbearbeiten-Modus gehen. Dann könnt ihr sehen, wo die ganzen Grundstücke sind. Das hier werden Angelplätze und so weiter und so fort. Aber hier ist zum Beispiel noch alles frei. Hier könnt ihr selbst Grundstücke platzieren, indem ihr in dem Spielwelt-Editor Grundstücke hinzufügt. Das könnt ihr machen hier. Das ist zu groß. Aber das hier, also ihr könnt das drehen mit gedrückter Alt-Taste und dann hier hinzufügen. Also wenn ihr noch Grundstücke hinzufügen wollt, es ist auf jeden Fall genug Platz da. Die Welt ist deshalb, ich dachte mir auch, eine sehr große Welt. Wenn man zum Beispiel nicht spielen will, sondern nur bauen will,
dann kann man die natürlich auch nehmen. Ja, und hier ist auf jeden Fall noch genug Platz. Also es sind viele Wohngrundstücke, viele Gemeinschaftsgrundstücke und hier könnt ihr ganz gut sehen, diese ganzen, ich kann jetzt auch wieder weg, diese ganzen kleinen Grundstücke hier. Und wie gesagt, hier wird es teurer. Da kostet das Grundstück leer dann schon 5.500 anstatt, ich glaube, 4.500 oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ist das für eine Größe? 50 mal 40. Und wenn ich hier ein 50 mal 40 Grundstück. Gibt es nicht. Ja, das ist ein bisschen doof, dass es hier eben nicht alle möglichen Grundstücksgrößen gibt, aber das reicht auf jeden Fall zum Bauen. Ja, und dann kehre ich mal wieder zum Spiel zurück und freue mich riesig auf diese schönen zwei Sims hier. Mit denen werde ich natürlich nicht spielen. Die habe ich nur platziert, damit ich in den freien Kameramodus gehen kann. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte hier so machen. Genau. Ja, das war es zu meinem Ankündigungsvideo zu dem neuen Projekt. Das wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich jede Woche es schaffe, zwei Videos hochzuladen. Ich hatte ursprünglich vor, es wie als statt anstatt die Sims 4 zweimal die Woche zu laufen, hochzuladen. Also montags und freitags. Oder ich wechsle die Tage, das muss ich mal schauen. Dann mache ich einen neuen Uploadplan. Den könnt ihr dann auf Facebook sehen. Ja, sonst, wenn die Videos nicht mehr ganz regelmäßig kommen, weil ich das natürlich alles bauen muss und das dauert ja auch seine paar Stunden. Und dann werde ich das aber auf jeden Fall Bescheid sagen. Also das wird am Anfang wahrscheinlich, ich habe noch zwei Grundstücke, das wird noch kommen auf jeden Fall regelmäßig und dann werdet ihr es sehen. Also dann werde ich vielleicht ein Video pro Woche oder so machen, wenn ihr sagt, oh, ich will unbedingt zwei Videos pro Woche und dafür vielleicht einmal weniger Sims oder so. Dann schreibt mir das einfach. Ich hoffe auf jeden Fall, euch gefällt dieses Projekt und ihr freut euch genauso drauf wie ich. Also ich bin schon riesig gespannt, wie die Welt dann am Ende aussehen wird. Und was ich mir auch noch gedacht habe, ist, wenn ihr ein Grundstück bauen wollt für diese Welt, dann könnt ihr könnt die Welt ja runterladen und das Grundstück dann mir schicken. Das dachte ich, wenn ihr ein bestimmtes Grundstück bauen wollt, dann schreibt mir das in die Kommentare oder per Mail oder was auch immer, per Privatnachricht, wenn ihr nicht wollt, dass andere das sehen. Auf jeden Fall werde ich dieses Grundstück dann hier platzieren und dann könnt ihr in eurer Welt, in eurem selbstgebauten Grundstück hier auch spielen, wenn ihr Lust habt. Das fände ich eigentlich ganz cool. Das heißt, ihr könnt mir auch ein bisschen helfen, wenn ihr wollt. Ja, so viel dazu. Ich glaube, ich habe jetzt schon wieder viel zu lange gequatscht. Auf jeden Fall, ja, wird das hier das neue Projekt. Ich mache noch mal so einen schönen Schlenker hier zu dem schönen Leuchtturm hier hinten. Das ist doch ein schönes Bild für das Ende. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Projekt und ja, ich bin super gespannt drauf, wie es wird. Ich freue mich auf eure Rückmeldung und ja, bis zum ersten Video hier. Tschüss!